So, hallo meine lieben Skorpione und Skorpion-Aszendenten. Ja, ich trinke noch mal einen Kaffee mit euch zusammen. Es ist noch früh am Morgen. Ich begrüße euch. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe jetzt auf eine sehr, sehr schöne Legung mit euch. Ich habe hier meinen kleinen Helferfreund damit dabei. Das ist mein kleiner Gecko. Eidechse, wie auch immer, kann man natürlich auch sagen. Ich sage immer Gecko. Der mir jetzt hilft, entsprechende Inspiration, der liegt auf eurem Sternzeichen und hilft mir dabei, jetzt hier drauf zuzukrabbeln. Habe ich mir so, fand ich ganz niedlich, glaube ich, ist eine ganz gute Idee. So, dann denkt bitte daran, das ist eine allgemeine Legung, kann und wird natürlich jetzt nicht unbedingt auf jeden zutreffen. Ich habe doch immer wieder in den Kommentaren drinne, dass das ja hier alles Humbug ist und so weiter. Ja, das können einige von euch natürlich gerne denken. Dafür mache ich das aber hier nicht. Ich nehme das sportlich. Deswegen ist viele vergessen, sage ich mal, dass es hier wirklich eine Allgemeinlegung ist. Das kann und wird nicht auf jeden zutreffen. Ich kann nicht auf jedes Sternzeichen, Skorpion jetzt zum Beispiel oder egal welcher, wer das ist, sage ich mal, hier Prognosen. Wir Menschen sind alle unterschiedlich. Wir sind zu unterschiedlichen Zeiten geboren. Wir haben andere Aszendenten, andere Planetenstellungen etc. Und das spielt alles eine Rolle. Hier geht es nur um die allgemeine Energie. Wenn ihr Einzellegungen haben wollt, ist das natürlich kein Problem. Ihr könnt das über meine Webseite buchen. Alle Neuen unter euch begrüße ich natürlich auch ganz, ganz herzlich. Abonniert den Kanal, wenn euch das gefällt, was ich hier tue, freue ich mich drüber. Der Kanal wächst stetig und ständig und es kommen, wie gesagt, jetzt auch noch Neuerungen mit dazu. Ich werde jetzt demnächst auch noch so Livestreams machen, habe ich auf jeden Fall vor. Ich hoffe, ich kriege das zeitlich alles hin, weil ich bin zeitlich doch immer ziemlich eingespannt. Denkt bitte daran, dass die große Legung momentan für euch noch im Angebot, im Winterspecial ist, sag ich mal, für 65 Euro. Das ist wirklich ein super Preis. Ich weiß, wovon ich rede. Für all diejenigen, die doch noch ein bisschen, sag ich mal, tiefer in ein bestimmtes Thema eintauchen wollen, ob das beruflich ist, wo ihr euch unsicher seid, wenn ihr euch einen allgemeinen Überblick über euer Jahr machen wollt, habt keine Scheu. Das Angebot wird dann, wenn es ausgelaufen ist, ich habe es bis jetzt erstmal bis Ende Januar ja jetzt drinne gehabt, habe ich ja jetzt letzten Monat schon mitgeteilt. Es ist auch von euch schon sehr gut angenommen worden. Ich habe noch ein paar Plätze frei. Ich bin am Überlegen, beziehungsweise habe mich jetzt eigentlich dazu durchgerungen, das noch bis Mitte Februar auf jeden Fall weiterlaufen zu lassen. Aber irgendwann ist es natürlich vorbei, ist klar. Muss man ja auch, damit auch diejenigen unter euch, die es vielleicht letztes Mal nicht so genau mitgekriegt haben, sage ich mal, noch die Möglichkeit haben, hier Legungen zu buchen. Ich heiße euch da herzlich willkommen. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, was das angeht, ob per Video, per WhatsApp, direkt mit dabei, per Telefon. Also ist es alles möglich, damit ihr auch live im Grunde genommen auch teilweise dann auch Fragen stellen könnt. Ich weiß das ja jetzt aus den Legungen, die ich jetzt die letzten Wochen praktisch gemacht habe. Ich habe da von euch für diejenigen, die das gebucht haben, erstmal meinen ganz, ganz herzlichen Dank. Es waren sehr nette Gespräche. Ich weiß, dass ich euch weitergeholfen habe damit, euch bestimmte Sachen beruhigt habe, euch mit auf den Weg geholfen habe. Das ist ja auch mein Ansinn, da drin liegt ja auch meine Aufgabe. Aber gut, wie gesagt, ihr habt noch die Möglichkeit, für 65 Euro eine große Legung zu buchen. Das Angebot wird dann wahrscheinlich auch so schnell nicht wiederkommen, meine Lieben. Also nutzt eure Chance. Gut, fangen wir mal für den Skorpion an. Und zwar liebes Universum. Für meine lieben Skorpiongeborenen und Aszendenten oder andere Planetenkonstellationen, je nachdem. Bitte klare Botschaften hier fürs Kollektiv für den Februar 23 ist jetzt diese Legung hier gedacht. Ich muss mich mal eben kurz konzentrieren.
So, für den Skorpion. Da ist sie schon, da haben wir den Donner. Ich komme da gleich zu. Für den Skorpion. Klare Botschaften. Da sind zwei gefallen, dann nehmen wir die auch. Oh, das ist süß, das Bild. Das finde ich so niedlich. Ich zeige euch das gleich. So, vom Mondorakel. Für den Skorpion, da haben wir den Vollmond im Schützen. Da gucke ich gleich für euch. Und von den Weisheitskarten der Seele auch noch bitte eine Botschaft für den Skorpion. Aha. Ihr habt die Wahl. Und dann habe ich diesmal nämlich noch die Drachen mit dazu genommen. Die habe ich ganz lange nicht dabei gehabt. Ich hatte aber jetzt so diesen Impuls und da ist er auch schon. Der kristallgelbe Drachen. Öffne dich für höheres Lernen und Weisheit. Erweitere dein Kronchakra für die Erleuchtung. Gib den höheren spirituellen Weg. Also hier können Einsichten kommen, ne? Sag ich euch jetzt nun mal so. So, schauen wir mal. Wir haben hier den Donner. Da erschreckt man immer erstmal, ne? Nein, aber wenn ihr euch die Farben anguckt hier, ne, seht ihr das? Also eine sehr, sehr schöne. Ich liebe diese Karten sowieso. Hier geht es um dramatische Veränderungen. Dramatische Veränderungen für euch praktisch. Die können bis in die Knochen gehen. Also wirklich eine totale Transformation, neue Chancen. Könnt ihr euch darauf einlassen, flexibel sein, die Bereitschaft dafür, Veränderungen hinzunehmen, anzunehmen und zu transformieren. Also ihr seid ja ein Feuerzeichen, sag ich. Ich bekomme hier wirklich, bei einigen von euch sind es, können sich die kompletten, das bekomme ich auch so rein, kompletten Lebensumstände bei euch. Ich bekomme hier so ein, als wenn so eine, und hier sind ja auch so Büffel, ich weiß gar nicht, ob ihr es erkennen könnt, ja, das ist so ein bisschen hier im Nebel, als wenn so eine Büffelherde vorbeirollt. trabt, galoppiert, wie auch immer. Also es können sehr intensive Veränderungen bei euch anstehen im Leben. Das kann plötzlich bekommen, aber auf jeden Fall ist es gewaltig. Dann haben wir hier den Gesang der Wale. Resonanz. Déjà-vu-Erlebnisse. Eine neue Zeit des Lebens hat begonnen. Es spiegelt sich hier wieder, merkt ihr das? Für einige von euch wird das ganze Leben umgekrempelt. Entweder ihr führt es selber herbei und sagt so, ich habe jetzt die Nase voll, ich möchte jetzt mehr für mich selber tun, ich möchte mein Leben ändern, ich möchte hier wieder einen klaren Durchblick haben, ich möchte nicht dauernd jonglieren, sondern mit einem ganz klaren Ziel vorangehen. Ich habe mich von meinem Partner getrennt, ich will, ja, ich will alles anders machen, alles neu machen, also so, so ein Gefühl kann das sein. Und hier geht es eben um die Resonanz auch, ne? Diese kristallklare Energie, spirituell vor allen Dingen auch, ne? Öffne dich für höheres Lernen und Weisheit. Hier werden Einsichten kommen, so kristallklar, wo du sagst, warum bin ich da eigentlich nicht, wieso habe ich das vorher nicht gemacht, ne? Nein, weil natürlich jeder, sag ich mal, auch ein, wie soll man sagen, Zyklus durchlebt im Leben. Dann haben wir hier den Vollmond im Schützen. Und den Vollmond, den nächsten Vollmond im Schützen haben wir im Juni, meine Lieben. Betrachte das Gesamtbild. Da schaue ich jetzt aber für euch rein, weil ich habe jetzt, das, die Karte weiß ich aber. Ihr habt hier die Wahl, in welche Richtung es weitergehen soll. Das Buch war schon richtig. Die habe ich natürlich nicht so oft, obwohl die immer sehr, sehr aussagekräftig sind.
Vollmond im Schützen. Da sind immer sehr wichtige Botschaften dabei, also hört bitte genau zu. Denkst du zu viel über die Einzelheiten deines Dilemmas nach? Das ist womöglicherweise kontraproduktiv. Oder redest du die ganze Zeit nur und handelst nicht? Diese Karte erinnert dich daran, dass es zwar gut ist, die Dinge zu durchdenken, doch irgendwann musst du einen Schritt zurücktreten und das Gesamtbild erfassen. Wie siehst du deine gegenwärtige Situation? Und da sind wir dabei, ne? Was ist der positivste Gedanke, der dir dazu einfällt? Jetzt ist der Moment, um dankbar für das zu sein, was man hat. Auch dann, wenn es sich nicht zu 100% mit deinen eigenen Wünschen deckt. Diese Karte erinnert dich außerdem daran, dass wir in unserem Leben Risiken eingehen und Unsicherheiten ertragen müssen. Versuche offen für das zu bleiben, was für dich am besten ist. Gönn dir eine Auszeit, eine kurze Pause oder auch ein kleines Abenteuer. Der Schütze-Vollmond erinnert uns daran, dass das Leben ein Abenteuer ist und dass es jenseits unseres Horizonts noch eine ganz große Welt zu entdecken gibt. Es geht nun darum, Spaß zu haben und ins unbekannte Gebiete aufzubrechen. Es geht um große Ideen statt um die Details. Also das große Ganze zu sehen. Ne? Dass diese komplette Lebensveränderung kann jetzt wirklich auch bis zum Vollmond im Schützen sich hinziehen. Und das ist der 4.6., meine Lieben. Am 4.6. haben wir einen Vollmond im Schützen. Und die Vollmonde sind ja sowieso immer wichtig. Ne? Der eine ein bisschen mehr, der andere. Aber diese Energien, die da freigesetzt werden, ne? Versteht ihr, was ich meine? Und wir haben ja hier, und deswegen sage ich, dass dieses Bild ist so niedlich. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Aber hier sitzt eine kleine Maus im Pilz. Ne, zwei kleine Mäuse mit König, mit einer Krone drauf. Also richtig niedlich. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Gönnerin, Gunst und Großzügigkeit habe ich hier. Genau, großzügig sich zu zeigen, sich selbst gegenüber das, was man geschaffen hat, das, was man hat, sag ich mal, anzuerkennen, es weiterzugeben, zu zeigen nach außen, ne? Und ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Ich was mich noch mal, also diese Karte habe ich jetzt auch noch nicht, die habe ich jetzt, sehe ich gerade das erste Mal. Ich gucke mal eben, ob ich ich weiß gar nicht, ob ich das Buch dazu hier habe. Hier haben wir noch mal das für die Drachen. Da kann ich auch für euch noch mal, weil gerade dieses, ich glaube, das ist sehr einschneidend hier. Also das wirklich, das wird nicht jetzt nicht für alle für euch zutreffen, das merke ich hier schon. Aber für einige stehen hier ganz, ganz große Wandlungen bevor. Und das ist das Traumorakel. Hier habe ich es doch. Ich bin auch manchmal. Ich habe meine kleinen Bücher. Ich habe hier immer so meine Schatzkiste, sag ich mal, wo meine Karten drin sind. Ich weiß nicht, könnt ihr das hier? Ja, hier steht die Kiste. Ich habe eine kleine, also zwei kleine und eine große. Und will hier mal eben kurz jetzt die Nummer 3. Also, pass auf. Ich sage euch das gleich. So. Gunst und Großzügigkeit. Geschenke, Unterstützung, Patenschaft, Mentoring. Das ist die Energie der Gönnerin in deinen, also wenn diese Energie in dein Leben tritt, verheißt das eine Menge Bestätigung. Auf diese Weise lässt sich das Universum wissen, dass du für die Großzügigkeit, die du anderen gegenüber an den Tag legst, tausendfach belohnt werden wirst. Super. Und das ist auch richtig, die sind so schön aneinander gekuschelt hier. Das ist so niedlich, das Bild wirklich. Das erfreut mich sogar richtig. Das schönste Geschenk, mit dem die Gönnerin aufwartet, ist die Erkenntnis, dass der Überfluss, die Fülle, die du verkörperst und weitergibst, Ausdruck einer höheren Macht ist, die sich durch dich zeigt. Obwohl ihre Großzügigkeit, genau wie deine eigene, anderen Menschen gegenüber immaterieller Natur ist, spiegelt sich ihre Wirkung spürbar in der physischen Welt wider. Die Gönnerin erinnert dich daran, dass sich deine Großzügigkeit
der großherzige Wunsch irgendwann zehnfach auszahlt, ohne ersichtlichen Zusammenhang mit deiner ursprünglichen Geste. Träume, das miteinander teilen und sich umeinander kümmern ins reale Leben. Und du wirst angenehm überrascht sein, wie deine Initiative am Boden gewinnt und sich multipliziert. Tu es einfach so und der Segen der Gönnerin ist dir gewiss. Ist eine klare Botschaft, ne? Ich möchte jetzt hier bei den Drachen nochmal eben kurz gucken. Das war jetzt der kristallgelbe Drachen. Muss ich mal eben gucken. Kristallgelber Drache, die 72. Kristallgelbe Drachen erklären das Kronenchakra von Tieren und Menschen, erleuchtet es und bringen es zum Glühen. So können die Engel und kann die Quelle selbst uns sehen. Jedes der 1000 Blütenblätter unseres Kronenchakras kann erweitert werden und sich mit einem bestimmten Stern, einem Planeten oder einer universellen Energie verbinden. Dafür muss das Licht um sie herum allerdings rein sein. Kristallgelbe Drachen arbeiten also eher wie Feen, die niedere Frequenzen rund um Pflanzen wegpusten, damit sie frei wachsen können. Kristallgelbe Drachen haben nicht nur ein großes Herz, sondern tragen auch fünfdimensionale Weisheitscode für das Universum und hören sie in denjenigen und können sie in denjenigen herunterladen, die bereit dafür sind. Sie arbeiten mit Erzengel Jophiel oder so heißt er, glaube ich, Jophiel, um unser aller Kronenchakra mit einer fünfdimensionalen Frequenz zu erhellen und zu erweitern. Außerdem kooperieren sie mit den Einhörnern, um die Blütenblätter mit Quellen, ja, der universalen Weisheit zu verbinden. Klar, das ist natürlich jetzt mit Feen und hin und her. Es geht hier praktisch darum, es ist praktisch an der Zeit, einen höheren spirituellen Weg zu gehen. Kristallgelbe Drachen wirbeln um deinen Kopf, befreien die Blütenblätter deines Kronenchakras von niederen Energien und erleuchten sie, damit sie sich öffnen. Übersetzt heißt das praktisch für mich, wie gesagt, öffne dich, also hier können dir Inspirationen kommen, wenn du dich selber öffnest und sagst, nee, also ich möchte hier wirklich eine Stufe weitergehen, für mich selber, für meine Lieben, für... Gelb spielt dabei, Gelb-Orange spielt Gold, ne? Spielt dabei eine sehr hohe Rolle, vielleicht mal eine weiße Kerze, vielleicht mal meditieren, irgendwie sowas in der Richtung. Wenn du Menschen begegnest, wird dein Licht praktisch automatisch dich ihnen gegenüber öffnen oder die Menschen sehen das einfach, ne? Es geht jetzt nicht mehr um dieses reine Ego von uns, sondern es geht hier um das Miteinander in Kombination, also nicht mehr nur wir alleine. Und das hier steht natürlich ganz klar dafür, sag ich mal, dass man die Wahl hat, durch welche Tür man im Grunde genommen geht. Du hast hier zwei Möglichkeiten. Du wirst die richtige Wahl treffen. Das Universum ist hier bei dir. Das wird dir helfen. Das wird dir den Weg weisen, welcher davon der richtige ist. So, dann muss ich mich mal eben einen kleinen Moment zurückholen und dann machen wir jetzt gleich hierfür die Legung. So, dann wollen wir mal schauen. So, für den Skorpion. Februar 23. Klare Botschaften hier bitte. Da haben wir wieder die Wahl haben. Das ist
witzig. Aber gut. Die Botschaften sind meistens eigentlich, passen sie ja immer, ne? Ich blicke zwar manchmal nicht selber nicht durch, aber das tut ihr ja dann. Dafür ist das ja, ich bin ja hier nur der Botschafter. Zwei Kelche, sehr schön, die Hand reichen. Zwei Stück möchte ich bitte noch haben für den Skorpion und da sind sie auch schon. Verändernde, ja, ja, ja. Also ein Liebesding auf jeden Fall. Bei euch spüre ich den Impuls, dass ich mir gleich die Helferkärtchen dazu hole für den Skorpion. Und zwar einmal für die vier der Münzen. Okay, für die zwei Stäbe. Für den Herrscher. Für die zwei Kelche, da haben wir wieder die Wege, witzig, also hier, hier, ja. Ich glaube, das geht hier um, ja, tiefgreifende, hier kommt etwas vorwärts, das heißt, hier wird definitiv etwas zurückgelassen, hier beginnt aber auch etwas Neues. Und hier haben wir die mit den Asterstäben die totale Veränderung im Leben bis oder in einem bestimmten Lebensbereich. Also das kann ich hier schon mal sehen. Ich muss mal eben kurz schauen. Vier der Münzen. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Glücksaspekt mit dabei. Der Wunsch nach Sicherheit ist natürlich ausgeprägt. Naja, bei wem ist das nicht so? Aber bei euch, aber ihr werdet hier Glück haben, wenn es darum geht, verändernde Maßnahmen zu vollziehen, seid ihr natürlich darauf bedacht. Ihr wollt natürlich nicht blindlings irgendwo reinlaufen, das ist auch verständlich. Aber ihr habt hier den Glücksaspekt oder irgendetwas spielt euch glücklicherweise irgendwie in die Hände, so dass das, dieser Sicherheitsaspekt, der euch so wichtig ist, sag ich mal, da ist, weil ihr könnt an ganz bestimmten, in einer bestimmten Sache könnt ihr hier noch nicht loslassen. Da kommt aber euch der glückliche Zufall zur Hilfe. Da komme ich so rein. Dann haben wir hier die zwei der Stäbe. Das heißt, ihr habt hier wieder zwei Möglichkeiten. Also Wege haben wir hier verschiedene. Hier habt ihr auf der einen Seite die Wahl, sag ich mal, bei den zwei Späten. Also auf der anderen Seite braucht ihr natürlich hier auch jetzt Durchhaltevermögen. Für diese verändernden Maßnahmen hier oder das, was für Veränderungen auf euch zukommen, müsst ihr natürlich Gespräche führen. Da können natürlich auch Streitgespräche unter sein, weil vielleicht nicht unbedingt jeder in eurer Umgebung damit einverstanden ist, über diese Änderungen, die ihr vornehmen wollt. Aber die zwei, also das sehe ich hier an den Gesprächen hier auch einfach, aber ihr solltet ein bisschen, auf der einen Seite scheint es ein Widerspruch zu sein und auf der anderen Seite braucht ihr Durchhaltevermögen. Wie soll ich euch das erklären? Vielleicht hadert ihr selber noch ein bisschen, welchen Weg ihr jetzt gehen sollt, ne? Ihr Weg praktisch ab, ihr seid da noch ein bisschen zögerlich unterwegs, dafür sind diese Gespräche hier aber auch wichtig, wie gesagt, der Glücksaspekt, den habt ihr hier drauf, das ist zwar jetzt kein Landeignis, aber irgendein glücklicher Zufall wird euch zu Hilfe kommen. Mehr will ich da jetzt nicht zu sagen. Wir haben dann hier den Herrscher. Das ist ja Nummer 4. Und dann haben wir aber auch den Baum dabei. Der Baum bedeutet Gesundheit, Stabilität, Sicherheit, alles, was damit zu tun hat. Der Herrscher selber sitzt natürlich hier auf seinem Thron. Hier geht es um, ich weiß es nicht. Ja gut, auf der einen Seite stellt der Herrscher natürlich eine, wie soll man sagen, Vaterfigur natürlich dar. Das männliche, Vitalität, Stärke, Dominanz, ne? Wie er hier so auf seinem Thron sitzt. Wir haben aber hier dieses gesunde Potenzial einfach auch dabei, Erfolg,
Der Baum spricht ja immer von Erfolg. Etwas festigt sich, etwas verwurzelt sich. Manchmal ist der Herrscher etwas ja rücksichtslos, sag ich mal. Aber in dem Fall hier sehe ich das gar nicht so, sondern hier hat das etwas mit Durchhaltevermögen, mit Disziplin, seinen Fokus auf das zu richten, was ihr im Grunde genommen wollt. Und das ist von Erfolg gekrönt. Da sollt ihr euch auch nicht von abbringen lassen. Verantwortung zu übernehmen, Vorreiter vielleicht für eine ganz bestimmte Sache, weil ihr diese Eingebung einfach hattet. Also ihr müsst das auf eure Situation ein bisschen ummünzen. Ich bekomme hier verschiedene Informationen rein. Es dreht sich aber letzten Endes eigentlich wirklich darum, sag ich mal, lebensverändernde Maßnahmen. Entweder führt ihr sie selber herbei oder sie kommen so einfach. Ihr könnt da gar nichts gegen machen, habe ich so das Gefühl. Der Herrscher ist auch realistisch, ne? Also es ist eine sehr realistische Karte, das heißt, ihr macht euch hier auch nichts vor. Ihr durchdenkt die Sache wirklich ganz genau, was kann passieren, welche Optionen habe ich noch, was ist im Grunde genommen schon da. Also ihr versteht, was ich hier meine. Ihr wägt hier praktisch ab in einigen Sachen, was das Finanzielle, weil das ist hier, da haltet ihr noch an etwas fest. Das kann auch sein, keine Ahnung, tragt euch mit dem Gedanken, ich spinne jetzt mal rum, tragt euch mit dem Gedanken auszuwandern, aber dieses Haus oder das, was ihr jetzt da habt, ist natürlich für euch eine Sicherheit, wo ihr, was das Geld angeht, finanzielle Dinge angeht, eben auch dran festhaltet, was ihr natürlich nicht so gerne loslassen wollt. So. Ich schaue mal weiter. Hier haben wir wieder die neuen Wege, ne? Hier, Möglichkeiten, wo ihr noch so ein bisschen hadert, zögert, weil das wirklich, es geht hier wirklich darum, so wie das Leben bisher gewesen ist, so wird es nicht mehr sein. Das kann natürlich damit zu tun haben, mit einer Beziehung. Wir haben ja hier die zwei Kelche. Die zwei Kelche steht natürlich immer für eine Liebesbeziehung, hier neue Wege zu gehen, vielleicht auch mit dem Partner zusammen, vielleicht heißt es auch, ich habe ein tolles Jobangebot gekriegt, wir müssten jetzt da und dahin ziehen. Ne? Also es, auch solche Möglichkeiten gibt das. Auch das sind lebensverändernde Maßnahmen, die euer Leben komplett auf den Kopf stellen. Ihr versteht, was ich meine. Aber hier werden auch nach Wegen gesucht, sag ich mal, und dann kommt es drauf an. Aber hier werden jetzt auch Entscheidungen getroffen. Der Turm spricht natürlich, auf der anderen Seite sagt einer dann immer, bei mir im Leben bricht hier alles zusammen. Es geht aber hier darum, auch Entscheidungen einfach zu treffen. Welche Entscheidung müsste ich treffen? Was muss ich wirklich hinter mir lassen, damit das Neue auch anfangen kann? Der Turm ist für mich auch immer so eine Art Neuanfang. Und hier bricht einfach etwas zusammen, was vielleicht sowieso inzwischen schon auf wackeligen Beinen war. Drücken wir es jetzt mal so aus. Und das soll jetzt einfach so sein. Es gehört einfach auch dazu im Leben, sobald man etwas losgelassen hat, kommen auch wieder neue Möglichkeiten, neue Chancen. Und das sieht hier für euch sehr gut aus, meine Lieben. Also das kann ich euch schon mal sagen, wirklich. Aber dazu gehört natürlich auch, das wohl zu überlegen. Klar, man stürzt sich ja nicht blindlings irgendwo rein. Ich hoffe, ihr versteht. Und hier kommt auch Bewegung jetzt rein. Hier passiert jetzt etwas. Hier wird aufgesattelt und hier wird losgeritten. Ne? Entweder ihr bekommt eine entsprechende Nachricht und heißt dann jetzt gut. Also ich muss mir jetzt überlegen mit dem Turm, was lasse ich jetzt zurück? Was ist für mich der Neuanfang? Und deswegen auch diese Überlegungen hier. Und das hat auch etwas mit Liebe zu tun. Mit Herzensangelegenheiten, sag ich mal, wenn es nicht um eine Beziehung direkt geht, sondern um sich die Hand zu reichen, miteinander etwas Neues zu erschaffen. Mit Liebe, mit Geduld, mit, ich bekomme noch so rein, wie heißt dieses Wort? Verbindung. Hier. Ne? Hier dann neue Wege zu gehen. Und am Schluss haben wir ja hier noch jetzt das Ass der Stäbe. Wahnsinn. Und die Störche, die Veränderung in mindestens einem Lebensbereich, wenn nicht sogar die komplette Veränderung. Hier haben wir nochmal die Bestätigung. Und Ass der Stäbe ist, ja, Neubeginn, Feuerenergie, Feuerenergie. Die Stäbe sind immer Feuerenergie.
Ihr setzt euch durch mit Leidenschaft und Kreativität. Das zahlt sich auch bei euch auf. Chancen, etwas zu tun, ein Anfang, eine Idee, die ihr habt, Wachstum. Also Leute, Wahnsinn. Ist echt Wahnsinn. Ich weiß nicht, was ich da sonst noch zu sagen soll. Also positiv für euch natürlich. Ich gönne euch das. Für diejenigen, die es betrifft. Für die Aszendenten müsst ihr natürlich nach eurem Haupt, aber auch hier heißt es Go. Ich habe das jetzt bei fast allen Sternzeichen gehabt, dass jetzt wieder die Zeit dafür ist, etwas zu ändern, umzudenken, wieder zurück zu sich zu kehren, Revue passieren zu lassen, das anzuerkennen, was man schon geschafft hat. Und das ist hier bei euch auch so. Seid großzügig, euch selbst gegenüber, erkennt das doch an. Diese ganze Geschichte kann sich, wie gesagt, jetzt noch bis Vollmond im Schützen hinziehen. Aber positiv, meine Lieben, ich sehe hier nichts Negatives, ne? Klar hadert ihr hier noch mit einem bestimmten Sachen. Ihr lasst, das meine ich ja damit, man lässt sich ja nicht blindlings auf irgendetwas ein und an irgendetwas haltet ihr hier auch noch fest. Wo ihr sagt, ich weiß nicht, ob ich, ne? Diese Unsicherheit. Ich kann euch sagen, macht diesen Schritt, wirklich. Ich kann euch da drinnen nur bestärken. Wenn ihr hier natürlich ein bisschen, wenn das wirklich so was Gravierendes sein sollte, es kann sich ja auch plötzlich zeigen, ihr wisst vielleicht noch gar nichts davon, schreibt mich gerne an. Ich lege dann auch speziell auf euch und dann gucken wir da ganz genau rein, wo ihr vielleicht noch ein bisschen gucken müsst, wo ihr vielleicht ein bisschen aufpassen müsst, was ich euch da noch mit auf den Weg geben kann. Aber das hier ist eine ganz krasse Veränderungsenergie. Also das muss ich wirklich sagen. In all den Karten. Meine Lieben, ich wünsche euch dabei ganz, ganz viel Glück. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Und ich bin da bei euch und bin ganz neugierig. Also schreibt mir das gerne mal in die Kommentare rein. Würde mich echt interessieren. Bis dann, mein Schatzis. Ciao.